Und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, letzte Folge war echt heftig, muss ich sagen. Haufen Gegner, wir haben Haufen erfahren auch über Atreus und über Kratos Beziehung. Also Atreus ist ja nicht so glücklich, das haben wir ja schon rausgefunden. Aber er hat mit seiner Mutter gesprochen und er war anscheinend in der Zwischenwelt drin und konnte das alles sehen, wie sein Junge Atreus über ihn denkt. Und ich hoffe mal, dass die Beziehung zwischen den beiden bald besser wird. Kratos ist ja nicht gerade der geborene Vater, muss ich sagen. So, jetzt würde ich aber sagen, Bildmarkgerät an und go. Die Treppe ist blockiert. Da vorne ist ein Lichtkristall. Er liegt einfach da. Vielleicht hilft er uns, diesen blöden Ort zu verlassen. Okay, dann können wir nicht drauf schießen. Geht nicht. Den hier. Ah, den muss ich da einsetzen, oder? Okay. Ich kenne schon oben die Brücke an. Kannst du hier auch mal drauf schießen? Okay. Okay, dann müssen wir den wieder rausnehmen. Und da drüben einsetzen. War hier noch irgendwas? Nee. Das war praktisch nur für die Kiste da oben. Wir hier mal hoch. Geil.
Kristall zum Leuchten bringen. Machen wir uns auf den Weg zurück nach oben. Also, wie kommen wir jetzt da hoch? Müssen wir hier irgendwo hoch? Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Einmal. Die macht die Tür an. Ah, okay. Okay. Wir müssen da oben lang gehen. So. Aber hier waren wir. Ah, jetzt können wir darüber. Okay. Ciao Bella. Lichtpfeile verbessern. Hier. Das kostet eigentlich eh nicht viel, gell? Haben wir schon alles? So, jetzt müssen wir aber auch rauskommen. Atreus. Hier geht's auch nicht weiter. Nee, hier geht's schon weiter. Yeah.
Okay, hier geht's nicht weiter. Was ist da los? Bringst du den denn hin? Hier rein halt. Hier, Junge. So, ich denke mal, dass wir den Kristall mitnehmen müssen. Mhm. Oh, sieh nur, die blaue Tür, die keine Tür ist. Und eine Sandschale. Aber wie soll ich denn da rankommen? Nehmen wir mal mit. Ich denke mal, dass wir den oben einsetzen müssen. Willst du den überall hin mitnehmen? Vielleicht schon. Okay, haben wir da eine Tür geöffnet oder eine Brücke? Das müssen wir irgendwie anders, müssen wir von der anderen Seite, glaube ich, machen. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Ich denke mal, dass wir es von hier machen müssen, oder? Ja. Ah, hier haben wir Runen. Vielleicht sollten wir einfach verschwinden, anstatt an eine Rune, zweite Rune. Wenn ich deine Meinung brauche, frage ich dich danach. Und wo ist die dritte? Zwei. Und wo ist die Nummer 3? 3, okay. Anders machen. Können wir das? 1, 2. Ah, okay. Oh, wo ist denn die? Geschaut.
Okay, schon wieder ein Horn mit Blutmet. Gut, dann können wir hier runtergehen. Nehmen einmal bitte den Kristall daraus und setzen den dort hinten ein. Jetzt kannst du die Schale erreichen. Aha. Was bedeutet das? Samen. Präg dir die Form ein. Ja, ich weiß. Vor. Höchster Baum, noch größter Mann, fangen größer als ich an. Ja, Samen ist richtig. Dämliche Rätsel. Also, es ist doch eine. Jetzt müsste es eigentlich wieder nach draußen gehen. Das müsste die Tür von außen sein, wo wir vorher nicht reingekommen sind. Wo wir halt einen anderen Weg suchen mussten. Ciao. Können die Geister wieder in ihren Palast zurück. Dann sieht doch schon alles freundlich aus jetzt. Zum Boot zurückkehren. Na toll, der mit den Hörnern ist wieder da. Was will er denn jetzt? Wenn wir wollen, ist jetzt ein Boss wahrscheinlich. Ich hasse den Kerl. Er wird zurückkommen. Müssen wir wirklich wieder hier runter? Siehst du einen anderen Weg? Nein. Also? Okay, zum Boot zurückkehren. Jetzt sind auch die Türen offen. Dann kann ich gleich mal looten. Von hier aus geht das Licht wieder nach oben. Ich weiß. Voll genervt, schon von ihm. Hier sind wir voll. Die gibt's doch jetzt hier nicht, oder? Strecke.
nicht sehen, wohin ich schieße. Nutze deine Ohren. Pass dich an. Mach ich ja. Wie sollen wir hier ohne einen Kristall rüberkommen? Wir finden einen Kristall. Okay, den müssen wir dann da einsetzen. Sehr schön, dann können wir hier gleich mal schauen, ob es hier noch was zu looten gibt. Ich brauche unbedingt mal Energie oder so. Komm, sagt man's, hat man's. Okay, hier geht's wieder raus und wir nehmen. Kannst du das Ding wirklich tragen? Ja. Nicht, dass du hinterherhinkst, wenn wir angegriffen werden. Sei wachsam und still. Hundertprozentig kommen jetzt hier ein paar Gegner. Sag ich doch. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Hier war doch, ja genau. Endlich! Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Da ist ein Siegel. Wie komme ich da ran? Komisches Gefühl, dass ich gleich ein Boss kommt. Wie komme ich dann die blöde Dinger ran? Leben. Wir looten erstmal. Okay, das ist auch noch eine Kiste. Wie kommen wir darüber? Komisch darüber. Okay, so komme ich hin. Silber.
Okay, schauen wir nochmal auf die andere Seite nochmal rüber. Es muss doch hier irgendwo einen Weg geben. Wie soll an diese blöde Kiste rankommen? Oder geht es erst, wenn es offen ist, vielleicht? Okay, ich denke, ich speichere jetzt mal, weil ich nämlich denke, dass jetzt Boss-Time ist. Naja, genau bewusst. Go!
Okay, last try, Leute. Ein Try machen wir noch. Okay, wir werden eigentlich voll. Okay, das können wir nicht blocken. Thank you.
habe halt immer wieder Energie oder so. Dass ich jedes Mal da reinrenne. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge dann, dass wir diesen legen. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in der nächsten Folge und hoffe, dann liegt auch. Ich werde vielleicht jetzt nochmal offscreen probieren. Aber in der nächsten Folge wird er bestimmt liegen. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.